Das Besondere ist dieses Gemeinsame. Man kommt hier rein, und ich bin ja auch beim European Men's Leadership Summit, man kommt hier rein und fühlt sich als Familie. Man kommt hier rein und merkt, es ist ein gemeinsames in eine Richtung gehen. Klar, individuell, man darf auch andere Meinungen haben, aber man fühlt sich abgeholt. Man spürt die Energie, gemeinsam was zu kreieren, zu erschaffen. Und man fühlt sich nicht alleine. So, und das zu teilen und mit reinzugeben, ich glaube, das ist das Besondere an der Mannsein. Also für mich macht Männlichkeit aus, was ins Leben zu bringen und eine Konstante darin zu tragen. Gesellschaftlicher Auftrag, was zu verändern, ist für mich in 2 Jahren nicht vorbei, sondern das Ding dieses Events ist einfach, es hat eine Konstante, der Raum wird größer, Netzwerke verknüpfen sich, Männer begegnen sich, treffen sich wieder und ich kenne nichts Vergleichbares. Also ich glaube, jedes Mannsein-Event hat eine andere Kultur. Ich war ja auch bei EMG zum Beispiel, European Men's Gathering. Und ich glaube, dass innerhalb dieser Männer-Events nochmal verschiedene Kulturen existieren. Wir haben hier zum Beispiel eine starke Umarmungskultur, die auf Körperlichkeit basiert. Das nicht ohne Grund, weil John der Initiant war, glaube ich, von Anfang an und der das quasi jeden näher gebracht hat, jeden beigebracht hat, da reinzugehen. Wenn es nicht natürlich schon bei den Männern vorhanden war, jedenfalls war es mit mir so. Und ich glaube, das ist hier vor allem eine Besonderheit und natürlich auch der Zugriff auf die Spreche, auf die Kooperation, die wir haben mit den ganzen anderen Männerbünden, ist eine Besonderheit. Ich meine, wenn man die Vorträge mit anhört, dann was will man mehr? Also da sind tolle Männer auf der Bühne, die können alle ihren Raum halten, sind alle präsent und bringen unglaublich wichtige Themen einfach mit rein. Ja. Ich schätze total die Vielfalt, die hier existiert und dass wir das schaffen, dass sehr unterschiedliche Angebote nebeneinander stehen können. Und es ist für mich auch einfach eine super Qualität unter Männern, unterschiedlicher Meinung zu sein und einander trotzdem zu respektieren, also ehrlich miteinander zu sein und gleichzeitig anzuerkennen, oh ja, krass, wir schauen da sehr unterschiedlich drauf. Und was ich hier auf der Mannsein erlebe, ist, es gibt Zugänge, die sind sehr oder mehr fokussiert auf Herzqualität und dann gibt es andere Zugänge, die sind super auf Power und auf so meinen Hara und meinen Krieger. Und in dieser Vielfalt zu sein, finde ich fordernd, weil ich immer auch auf etwas stoßen werde, was nicht meiner Meinung ist, aber das ist super geil und gleichzeitig nährend. Das Besondere an diesem Event ist, dass hier wirklich viele Männer sind und auch gestandene Männer. Also von der Audience her sind das hier Männer, die schon was gerissen haben und das ist mega. Und dann profitiert man von deren Erfahrungen, von davon, was die erzählen und lernt dabei noch was Neues dabei, was man selber dann für sein Leben dann mitnehmen kann und das auch benutzen kann. Ja, also ich habe jetzt nicht so viel Vergleich. Ich kann es vielleicht mal mit dem Camp Kettensprengen verbinden. Da ist es eher der Schwerpunkt, in den Austausch zu gehen, in die männliche Reibung zu gehen, ein paar Workshops zu machen, die so den Rahmen, sagen wir mal, mit Energie aufladen, den Raum mit Energie füllen und einen selbst aufwecken, da zu sein wirklich. An der Stelle, wo ich jetzt gerade bin im Leben. Ich brauche kein perfekter Mann sein, ich brauche gar nichts. Ich brauche auch nirgendwo hinkommen an diesem Camp. Sondern da geht es einfach um den Status quo und das zu genießen, so im Jetzt zu sein miteinander. Während hier geht es darum, ich komme hierher mit einer Frage oder ich komme hierher mit einem Angebot. Ich habe etwas herausgefunden in den letzten Jahren meines Lebens und es wäre fahrlässig, wenn ich das für mich behalten würde. Also komme ich hierher, stelle mich auf die Bühne und erzähle oder stelle mich ums Feuer, erzähle meine Geschichte am Feuer. Das ist ja der Ursprungsgedanke dieser Konferenz oder dieses Events, dass ich mit den anderen teile, was hat mich bewegt, was hat mich berührt, was hat mich schockiert, was hat mich am Boden zerstören lassen oder wo bin ich gegen die Wand gelaufen, wo vielleicht auch zum 10. Mal und jetzt habe ich endlich die Lösung gefunden. Das ist etwas, ich komme hierher mit einem Wunsch, mit einer Sehnsucht, mit einem Bedürfnis. Hier finde ich meine Mentoren, hier finde ich im Gespräch einen neuen Impuls, über mich selbst nachzudenken. Und dann höre ich eine Frage, für die ich eine Antwort habe und ich biete sie an. Ob derjenige, ob mein Gegenüber, mein Gesprächspartner dann was daraus macht, das ist seine Sache. Das übergebe ich ganz in seine Verantwortung. Aber das, was ich dazu beizutragen habe, ist besser gesagt als verschwiegen. Das können wir hier machen. Ja, es gibt gar nicht so viele Männer-Events. Es ist
Ich habe andere gesehen. Es gibt, das ist das Größte, das ist das Allererste und das Vielschichtigste. Und vor allem, was mir sehr gefällt, sind sehr viele praktische Elemente dabei, was dem Mann auch viel mehr abholt. Wenn jetzt das eine klassische Konferenz wäre, wo es nur Vorträge gibt und Männer sich sozusagen berieseln lassen, dann kommen sie nicht in ihren männlichen Kontakt. Ja, und auch in den Kontakt mit ihrem Testosteron. Es ist kein Risiko, was eingegangen wird. Und hier gibt es immer wieder mal so Stellen, wo man sich überwindet, wo man Dinge tut, die einem vielleicht eher unangenehm sind, fremd wirken, die aggressiver sind, als man es kennt vielleicht auch. Es ist eine Bandbreite von vielen Dingen und das gefällt mir sehr. Es ist sehr vielschichtig. Das Besondere an diesem Event, finde ich, das ist so eine krasse Mischung aus dem Team, wie alles organisiert ist, die echt wunderbaren, tollen Sprecher, die Themen und ja, wie das alles gehalten ist. Auch die Menge an Männern, die hier zusammenkommen, wie offen die sind, wie herzlich die sind, wie besonders wir uns hier begegnen können. Und das, finde ich, ist wirklich ganz besonders, habe ich so auch noch nicht erlebt. What I think is special about this event is there's a mixture of talks and workshops and different activities that men can do. And some men will get the most out of the talks. Some will get the most out of the workshops, some out of the other events, but there are lots of different things available here. And also there's lots of spaces for men just to be able to talk to each other or talk to leaders. And so it really gives an opportunity for anybody to really get something positive and learn from this event. And also be motivated and inspired. Das Geschenk von der Mannsein, ganz explizit für mich, ist es ein geschützter Raum für Männer, wo ich, was ich jetzt nicht das erste Mal erfahren darf, wo sie bereit sind, ihr Herz in die Mitte zu legen, berührbar sind, in Kontakt gehen, Zugang zu ihrer Verletzlichkeit bekommen, sich angenommen fühlen und genährt und gestärkt nach Hause gehen und diese Energie hat und diese Strahlkraft, diese verbundenen Herzen, ihre Berührbarkeit, aber auch ihre Kraft mit raus in die Welt tragen. Und das ist ein Geschenk. Diese Räume, dieser Raum.